Ich spreche jetzt hier das erste Mal vor so einer großen Menge und meine Rede habe ich jetzt gerade überdacht und will ein Erlebnis von gerade eben erzählen. Heute ist ja der 9. November und ich habe mich mit einer Gruppe am Holocaust-Mahnmal getroffen, um eine Zeremonie zu machen. Und dort haben wir eine Kerze angezündet und in Achtsamkeit dort gefeiert oder zelebriert. Zelebriert und eine Zeremonie gemacht. Sind dann nochmal in einem stillen Gang durch das Mahnmal und wieder zurück. Und als wir uns wieder getroffen haben, kam ein Sicherheitsbeamter. Der Sicherheitsbeamte muss natürlich für Ordnung sorgen. Auf dem Holocaust-Mahnmal dort steht natürlich, man darf weder Kerzen noch irgendwelche Gegenstände, ich weiß nicht, man darf fast nichts da mit reinnehmen. Es ist auch ein heiliger Platz. Doch diesmal war es so, dass das, was wir gemacht haben, dem Leben diente und das sich so wahr angefühlt hat. Und die Meinung des Sicherheitsbeamten, er sagte, das geht aber so nicht, da muss ich mal mit dem Betreiber vom Platz reden. Das können Sie hier nicht hinstellen. Dann sagten wir, ja, wir gehen ja auch gleich weg, das ist nicht nichts Schlimmes. Der Sicherheitsbeamte dachte, ja, wir wollen irgendwas sammeln oder so, das geht nicht. Und er hat dann alles ausgefahren, was man so als Macht steht, als Machtmensch, als Sicherheitsbeamte mit dem Walkie-Talkie zu seinem Vorgesetzten geredet und gemeint, ja, wenn sie nicht gleich weggehen, kommt der Vorgesetzte und redet nochmal mit uns. Und ja, um dort nicht hasserfüllt auf diesen Menschen zu sein, ich war auch gerade in so einer zeremoniellen Stimmung, da habe ich gemerkt, ja, der Mensch versucht alles, um uns dort wegzuscheuchen, aber eigentlich weiß er, dass wir was Gutes vorhaben. Und er nimmt zwar alle Mittel, aber merkt trotzdem, dass er von uns nicht verurteilt wurde. Und das fand ich an dem Punkt schön, dass ein Mensch merkt, er kann noch seine schlimmste Seite rausfahren, aber er wird trotzdem nicht verurteilt. Es ist ja auch so, was er macht, ist sein Job, seine Existenz. Und wenn wir jetzt was dagegen hätten und gesagt hätten, der ist aber blöd, das ist nicht gut, dann fühlt er sich gleich in seiner gesamten Existenz bedroht und angegriffen. Und in dem Moment fand ich sehr schön, wie dort reagiert wurde und was dort passiert ist. Ja, das wollte ich sagen. Danke. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Natürlich hat der Mann auch seine Pflicht getan, aber natürlich gibt es sowas wie Beamtenwillkür.